Hi, herzlich willkommen zu Lustige Witze. Wir haben uns lange nicht gesehen. Das ist Uwe, da hinten sitzt noch Jenny. Und ihr hattet eine lange Durststrecke, deswegen gibt es jetzt erst ein paar Witze. Auf geht's. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Mami, Mami, ich würde so gerne nach Australien. Halt die Klappe und grab weiter. Viele Männer wissen nicht einmal, wie man Gleichberechtigung schreibt. Tastatur entleert, neue Backmischung kreiert. Wenn ich mir meine Kinder so ansehe, dann habe ich als Rabenmutter völlig versagt. Wenn ein Maler beim Malen singt, ist das dann ein Streichkonzert? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, nein. Sich meine Videos komplett anzugucken, aber nicht zu liken, ist übrigens das Schwarzfahren im Internet. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, in die Zukunft zu reisen. Allerdings nur mit 60 Sekunden pro Minute. Ich habe die letztens mit Rick die Zurück in die Zukunft-Teile alle geguckt. Besonders prägend fand ich die Stelle, wo er sagte: Marty, reise niemals ins Jahr 2020. Ja. Ich brauche keinen Wecker. Meine Katze denkt immer um exakt 5.30 Uhr, dass sie in wenigen Minuten verhungert ist. Wenn Stress wirklich zu Gewichtsverlust führt, warum bin ich dann noch nicht unsichtbar? Klopapier gekauft. Wieder 3 Euro für den Arsch. Hey Micha, kommt jetzt eigentlich regelmäßig lustige Witze? Freut mich, dass du. Gar nicht gestellt oder so. Überhaupt nicht. Freut mich, dass du fragst, Uwe. Die Antwort ist nein. Ich bin immer noch sehr überlastet, das falsche Wort, ausgelastet mit meiner Selbstständigkeit. Deswegen nehme ich gerade nur Videos für meinen YouTube-Kanal auf, wenn noch die Zeit dafür da ist. Aber freut euch einfach, wenn was kommt und dann ist doch cool. Leidest du unter Schlafstörungen? Dann sieh es einfach mal von der positiven Seite. Nur noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten. Mit Hack gefüllte Paprika. Oder wie ich es nenne, Überraschungseier für Veganer. Du weißt, dass du hoffnungslos verloren bist, wenn du bei Google auf Seite 2 suchst. Ich möchte alle meine Organe spenden, außer meine Augen. Die sollen bitte eine Dschungelprüfung werden. Ich bin übrigens ein Nachtschichtgerät. Du weißt, du bist in Hamburg, wenn ausdrücklich unterschieden wird zwischen Regen und schlechtem Wetter. Willst du wissen, was ich denke? Nein, ob. Liebe Impfgegner, in der Corona-Krise könnt ihr allen Leuten beweisen, dass ihr recht habt. Otter essen bis zu 25% ihres eigenen Körpergewichts am Tag und jeder findet sie süß. Denk mal darüber nach. Nom, 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 nom. Ich habe den Rettungssanitätern die falsche Blutgruppe für meine Ex-Freundin genannt. Jetzt wird sie am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, abgelehnt zu werden. Todesursache: vom abgeplatzten Knopf der eigenen Hose erschossen. Suche eine Selbsthilfegruppe für Frauen, dessen Männer bei der Geburt vertauscht wurden. Na toll, mein Yoga- und Meditationstrainer hat wegen Burnout aufgehört. Meine Freunde beschweren sich oft, dass ich ein verdammt schlechter Fotograf bin. Dabei ist das Problem eigentlich ihr Gesicht. Du spielst auf der Gitarre Rammstein und dein Enkel singt dazu: Gott weiß, ich will kein Enkel sein. Meine Frau hat sich gestern bei einem Unfall beide Beine gebrochen. Oh Gott, die Arme. Nein, die Beine! Die Schweizer haben doch nur deswegen kein scharfes S, damit sie in Massen und gleichzeitig in Massen trinken können. Ich bin so gut in Mathe, bei mir ist in den Textaufgaben der Sohn am Ende älter als der Vater. Fünf Minus im Mathe-Abi und trotzdem habe ich einen Job. Ach, du auch? Ja, wie schlecht sei hier Mathe gewesen. Wenn man der Beschriftung auf dem Pizzakarton glauben kann, dann bin ich eine ganze Familie. Mein Leben so: Ach, du willst raus aus der Zwickmühle? Dann rein in den Teufelskreis. Entschuldigt nochmal kurz die Unterbrechung. Macht euch mal ein Kreuz in eurem Kalender für den zweiten Advent. Dort gibt es nämlich das lang versprochene, seit einem Jahr produzierte Musikvideo. Hier ein Ausschnitt. Okay, weiter Witze. Zählt ein Smart im Flugzeug noch als Handgepäck? Meine Frau hat mich zur Weinverköstigung mitgeschleppt. Mein Kaugummi im Mund ist meine stille Art zu zeigen, dass ich immer noch protestiere. Ich wurde mit einem echt langen Penis gesegnet. Der Priester ist jetzt zumindest im Gefängnis. Lustige Witze auf Master Jam. Schwarzer Humor seit 2015. Zeig mir deine Apple Watch und ich sage dir, in wie vielen Jahren du volljährig bist. Seid ihr auch so kaputt vom Homeoffice? Naja, ich geh mal schlafen. Muss morgen um 12.30 Uhr anfangen zu arbeiten. Wenn ich etwas wirklich erreichen will, dann bin ich auch bereit, alles von der Couch aus Erreichbare danach zu werfen. Wenn ich mich wundere, wieso Wunderkerzen Wunderkerzen heißen, habe ich mir die Frage damit selbst beantwortet? Zum Glück muss ich diese lustige Witze-Videos hier nur schneiden und nicht auch noch selbst gucken. Ihr seid echt nicht zu leiden. Tesla, oder wie andere sagen, Bitcoin auf Rädern. Ich weiß nicht alles besser, dafür vieles gar nicht. Das Auto vor dem Festival zu waschen, ist wie, wenn man von dem ersten Kaffee kacken geht. Was sagt das SAP? SAP?
Ja, das Sanduhr-Anzeigeprogramm. Ach so. Manchmal bin ich so vergesslich, dass ich denke, ich bin Dori. Warum gibt es eigentlich kein Klopapier, das nach Grillfleisch und Bier duftet? Scheiße ist, wenn du auf dem Klo sitzt und der Feueralarm losgeht. Ich habe heute früh um 7 ein After Eight gegessen. Frauen lieben gefährliche Typen. Wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückdrehen, damit ich mein Leben auf eine andere Art und Weise ruinieren kann. Eine kugelsichere, einbruchsichere Haustür bringt dir nichts, wenn daneben eine 15 cm Wand ist. Alexa, wechsel zu Freitagnachmittag. Das war es mit diesem Video. Einen kleinen Applaus in den Kommentaren für Uwe und für Jenny. Sind sie nicht süß? Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Und ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und aktiviert die Glocke. Und schreibt einen Kommentar. Das wäre cool. Ich will wieder Kommentare lesen, das fehlt mir. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.